Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 193. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du bist so treu, du hältst alles, was du versprichst. Herr, bitte gib, dass auch wir so zu unserem Wort stehen, wie du zu deinem Wort stehst. Und heute kommen wir wieder zu dir, weil wir dein Wort brauchen, weil wir uns danach sehnen, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass wir aus deinem Wort etwas lernen dürfen für unseren Alltag, damit wir mit dir leben dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose 33 bei der Aufzählung der Wanderzüge Israels in der Wüste. In Vers 14 heißt es, von Arlos sprachen sie auf und lagerten sich in Refidim. Dort hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Die Geschichte... Kennen wir aus 2. Mose 17. Von Rephidim brachen sie auf und lagerten sich in der Wüste Sinai. Hier erhielten sie die zehn Gebote. Hier machte Gott einen Bund mit ihnen. Hier war die berühmte Geschichte mit dem goldenen Kalb. Hier erhielten sie das Heiligtum. Fast ein Jahr blieben sie dort am Sinai. Eigentlich sollte ja dann schon bald das gelobte Land folgen, was dann allerdings erst einmal für weitere über 38 Jahre in weite Ferne rückte, wegen ihrem Unglauben. Von der Wüste Sinai brachen sie auf und lagerten sich bei den Lustgräbern. Von den Lustgräbern brachen sie auf und lagerten sich in Hazeroth. Von Hazeroth brachen sie auf und lagerten sich in Ritmar. Von Ritma brachen sie auf und lagerten sich in Rimon Peres. Von Rimon Peres brachen sie auf und lagerten sich in Liebner. Von Liebner brachen sie auf und lagerten sich in Rissa. Von Rissa brachen sie auf und lagerten sich in Kahelata. Von Kahelata brachen sie auf und lagerten sich, lagerten sich am Berg Schafer. Von Berg Schafer brachen sie auf und lagerten sich in Harada. Von Harada brachen sie auf und lagerten sich in Makelot. Von Makelot brachen sie auf und lagerten sich in Tachat. Von Tachat brachen sie auf und lagerten sich in Tarach. Von Tarach brachen sie auf und lagerten sich in Mitka. Von Mitka brachen sie auf und lagerten sich in Hashmona. Von Hasmona brachen sie auf und lagerten sich in Moseroth. Von Moseroth brachen sie auf und lagerten sich in Bne Jakan. Von Bne Jakan brachen sie auf und lagerten sich in Hor Hagedgat. Von Hor Hagedgat brachen sie auf und lagerten sich in Jod Batar. Von Jod Batar brachen sie auf und lagerten sich in Abrona. Von Abrona brachen sie auf und lagerten sich in Ezion Geber. Von Ezion Geber brachen sie auf. Und lagerten sich in der Wüste Sinai, das ist in Kadisch. Hier starb Miriam und das war dann schon im 40. Jahr der Wüstenwanderung. Wenn wir die einzelnen Stationen seit dem zweiten Jahr, seit dem Ende des Aufenthaltes an der, an, am, am Berg Sinai und den unmittelbar darauf folgenden Stationen, wenn wir diese Stationen zusammennehmen und dann auf die Zeit dieser fast 40 Jahre, Übertragen, dann stellen wir fest, dass die Israeliten an vielen Orten wahrscheinlich im Durchschnitt mehr als zwei Jahre gewesen sind. Also sie sind wahrscheinlich gar nicht schnell von einem Ort zum nächsten gegangen, sondern haben oft an den meisten Orten länger verweilt, als sie sogar am Sinai verweilt haben. Von Kades sprachen sie auf und lagerten sich am Berg Chor, an der Grenze des Landes Edom. Da ging Aaron, der Priester, auf den Berg Chor nach dem Befehl des Herrn und er starb dort im 40. Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten am ersten Tag des fünften Monats, also ungefähr im Sommer. Und Aaron starb, war 123 Jahre alt, als er auf dem Berg Hor starb. Da hörte der Kanaaniter, der König von Arad, der im Süden des Landes Kanaan wohnte, dass die Kinder Israels herandrückten. Und wir haben in 4. Mose 21 die Geschichte gesehen, wie die Israeliten dort gegen den König von Aran letztendlich gesiegt haben. Und sie brachen auf von dem Berg Hor und lagerten sich in Salmona. Von Salmona brachen sie auf und lagerten sich in Punon. Von Punon brachen sie auf und lagerten sich in Obot. Von Obot brachen sie auf und lagerten sich in Ige Abarim, an der Grenze von Moab. Von Iim brachen sie auf und lagerten sich in Dibon Gad. Von Dibon Gad brachen sie auf und lagerten sich in Almon Diblataim. Von Almon, die Blatheim, brachen sie auf und lagerten sich am Bergland Aberim vor dem Nebo. Vom Bergland Aberim brachen sie auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, am Jordan gegenüber von Jericho. Sie lagerten sich aber am Jordan von Beth Jesimoth bis nach Abel Sittim in den Ebenen Moabs. Hier haben wir jetzt eine ganze Reihe von Orten, die innerhalb von insgesamt sechs Monaten durchwandert worden sind. Das heißt, der Zeitpunkt, oder der Zeitraum, den sie jeweils an einem Ort verbrachten, war sehr viel kürzer, etwas vielleicht nur ungefähr einen Monat, wenn überhaupt, pro Ort. Wir sehen also, dass hier jetzt gegen Ende wieder ein sehr viel höheres Tempo in der Bewegung des Volkes Gottes gewesen ist. Und wir dürfen annehmen, dass antitypisch gesehen auch auf dem Weg zum himmlischen Kanan, ganz am Ende, das Tempo sich wieder enorm verschärfen wird und der herr redete zu mose in den ebenen moabs am jordan jericho gegenüber und sprach redet zu den kindern israels und spricht zu ihnen wenn ihr über den jordan in das land kanan gekommen seid so sollt ihr alle einwohner des landes vor eurem angesicht vertreiben und alle ihre bild sollen zerstören auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Es sollte radikal mit allem Kanaanitischen gebrochen werden. Die Kanaaniter waren ja ein Symbol stellvertretend für die Sünde und hier sollte alles entfernt werden aus dem Leben der Israeliten, die dann dort leben sollten. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben. Damit ihr es in Besitz nehmt. Und ihr sollt das Land durchs Los als Erbbesitz empfangen, nach euren Geschlechtern. Den zahlreichen sollt ihr ein größeres Erbteil geben, den Kleinen ein kleineres, wohin jedem das Los fällt. Das soll ihm gehören. Nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr erben. Alle sollten genügend Platz haben im Land. Und so sollten die bevölkerungsreichen Stämme mehr Land bekommen als die kleinen. Und Gott würde es letztendlich entscheiden, denn das Los würde darüber bestimmen. Lasst uns. Gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch wir sind ein Volk auf dem Weg in das gelobte Land. Und auch wir gehen von Station zu Station und auch wir sehen, wie du uns Stück für Stück führst, und wir sehen, wie das Tempo zunimmt, wie die Ereignisse in der Welt um uns herum rasant sich entwickeln und wie du dein Volk führen möchtest. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir bereit sind, alles aus unserem Leben zu entfernen, was mit Sünden zu tun hat, damit wir nach Kanan in den Himmel kommen können. Durch deine Kraft, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.